Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Ihre Kommentatoren heißen auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir präsentieren Ihnen heute ein Spiel in der FUT Champions Weekend League. Das dürfte eine hochinteressante Begegnung werden, Buschi. Spannendes Spiel heute in der Weekend League. Wir sehen immer wieder, es gibt eine Menge hochkarätige Mannschaften, die gut eingestellt sind. Also es gibt hier keine leichten Aufgaben. Mbappé. Sie holen sich den Ballbesitz. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Mbappé, Ronaldo. Und die Balleroberung, wichtig. Der macht heute sein 100. Spiel für diesen Verein. Wirklich eine tolle Leistung. Vielleicht die Führung jetzt. Klasse dazwischen gegangen. Super dazwischen gegangen. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Und nun Ronaldo. Da ist Cristiano Ronaldo. Zurück zum Mbappé. Macht er das Tor? Immer noch gefährlich nach Oblaks Abwehr. Rabiot. Jetzt Eusebio. Mbappé. Wieder Cristiano Ronaldo. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Mbappé. Mbappé gibt den Ball her. Will sich da jetzt auf durchaus ungewohnter Position den Ball holen. Ballverlust durch Cristiano Ronaldo. Houssem Aouar. Sie drängen, sie drücken, sie wollen die Führung. Aber sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Rabiot, da ist Cristiano Ronaldo. Conte, zurück zu Mbappé. Rabiot, Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé-Lotin. Da geht er dazwischen. Messi. Güllit. Houssem Aouar. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Ganz wichtig, dass Sie da zur Stelle sind. Güllit. Gute Aktion. Gute Chance. Parade Oblak, weiter geht's. Ballverlust. Da kommt der Pass. Szene geht weiter. Mbappé trifft hier als Erster. Und das war ja auch eigentlich fast nicht anders zu erwarten.
Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Houssem Aouar. Wird das seine Torchance? Sie geben den Ball ab. Dybala. Ronaldo am Ball. Pass von Cristiano Ronaldo, da sind sie da. Mbappé. Ruhiger Spielaufbau, wo ist die Chance für den Pass? Ganz klar, der Ausgleich muss her. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. So, wir sehen, Zinedine Zidane möchte wechseln. So ist es. Cristiano Ronaldo verlässt den Platz und Neymar kommt an seiner Stelle rein. Und da geht ein Raunen durch die Menge. Ferland Mendy. Jetzt Sergio Ramos. Rabiot. United im Angriff. Chance zur Führung. Und Tor! Und da macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Das ist Eusebio. Sie lassen den Ball gut laufen. Und da ist der Ball wieder weg. N'Golo Conte. Ja, geht gut dazwischen. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Gullit. Was für eine Aktion. So, gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Nach Durchgang 1 steht es hier 2:1. So, weiter geht's. So ist es, der zweite Durchgang läuft. Conte. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Ferland Mendy. Ferland Mendy. James Tavernier. Kevin Babu. Mbappé. Zurück zu Mbappé. Mbappé. Mbappé mit dem Pass. Tor! Da zieht er ganz genau in den Pfosten und drin. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient. Ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Und Varane. Kevin Babu. Schön dazwischen gegangen. Und da gibt er Freistoß.
kann er was draus machen. Kusem Aua. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Jetzt können sie vielleicht kontern. Der Konter ist gestoppt, da steht er gut. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Gullit. Kylian Mbappé-Lotin. Da lassen sie den Ball gut laufen. Gullit. Klasse Pass, könnte was werden. Der Baller verliert den Ball. Houssem Aoua. Das könnte die Chance werden. Houssem Aoua. Ball ist bei Mbappé. Houssem Aoua. Und auch hier ist er aufmerksam und gewinnt den Zweikampf. Sie müssen aufpassen. Nun Ramos am Ball. Kanté mit dem Ballverlust. Mbappé. Lässt sich nicht vom Ball trennen, Mbappé. Die Defensive steht. Nun Neymar. Am Ball Mbappé. Macht er gut hier. Houssem Aoua. Da ist Mbappé. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Könnte die Führung werden. Sehr gut gemacht. Die Gefahr ist vorbei. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Neymar. Ballverlust durch Neymar. Nos comentan desde la oficina de objetos perdidos que les acaba de llegar una sudadera. Jetzt der Angriff über Mbappé. Repetimos. Schussversuch. Sergio Ramos blockt ab. Gut und fair das Tackling. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Kanté hat da einige Optionen. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Spielt den Ball wieder zurück hier. Mbappé. Da ist Mbappé. Die Chance jetzt. Geblockt von Ramos. Das Spiel geht in die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Sie schalten auf Angriff um. Das ist wohl die letzte Chance, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. 8 Minuten jetzt noch. Mbappé. Houssem Aoua. Nun Neymar. Gullit, sie gehen in Führung. So kurz vor Schluss, das Ding müssen sie gewinnen. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es, es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Vielleicht doch noch mal die Chance zum Ausgleich. Neymar blockt den Schuss erstmal ab. N'Golo Kanté. Klasse Chance jetzt. Und jetzt gibt es eine Ecke.
Ecke von Dybala. Und die Situation ist wieder bereinigt. Elegant gelöst hier. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi. Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend. Und die Fans merken auch... Und da zeigt er seine ganze Klasse, kommt raus und pflückt dem Angreifer den Ball vom Fuß. Perfekt getimt, diese Aktion. Der Ballverlust durch Mbappé. Mbappé. Schlusspfiff. Dieses Spiel endet also mit einer Niederlage für die Gäste. Ausschlaggebend für diese Niederlage war natürlich...